Wir reden heute über ein sehr putziges, sehr charmantes Spiel, nämlich Windbound. Was ist denn das für ein Spiel? Also es ist vor allen Dingen auch ein bisschen tödlich, das Spiel. Deswegen passt es halt genau in das, was uns gefällt. Windbound ist quasi das, was passieren würde, wenn Vajana The Rock nicht getroffen hätte. Das ist eine sehr interessante Beschreibung. Es geht um Kara. Und Kara ist eigentlich mit ihrer Flotte unterwegs, weil sie in so einem nomadischen Dorf lebt. Die sind alle zusammen aufgebrochen, um irgendwo hin zu reisen. Aber sie erleidet Schiffbruch auf einer Insel und ist von ihrer Flotte getrennt. Und alles, was sie möchte am Anfang, ist natürlich zu ihrer Flotte zurückzukehren. Im Hintergrund von dem Gameplay sieht man gerade auch, um die Inseln drumherum ist auch mega schlechtes Wetter, es blitzt und so. Und auf der Insel sind verrückte Wollschweinlöwen und anderes Getier. Und es sieht ein bisschen aus wie Legend of Zelda Breath of the Wild, wegen der Viecher, wegen dem Stil, wegen der ganzen Vasen, die da rumstehen. Aber es ist tatsächlich eher ein Survival-Spiel. Die Vasen sind aber wirklich faszinierend. Was zum Geier ist das denn? In den Vasen befinden sich Items. Ja, und das sind Überreste aus einer Zivilisation, die es wohl auf dieser Inselgruppe, wo das Ganze ja spielt, also es ist nicht nur eine Insel, es sind mehrere Inseln, die es da gab. Und nach kann man diese Ruinen auch erforschen und darüber dann wiederum herausfinden, was ist denn mit den vorherigen Tribes, die dort gelebt haben, mit den Bewohnern dort eigentlich passiert und wo ist die Verbindung zu Kara, also unsere Hauptfigur, denn man findet keine anderen Leute auf den Inseln oder so. Man findet Hinweise darauf, warum da jetzt niemand mehr ist und löst so eben auch ein bisschen Story. Und das ist ja mal so ein bisschen eine Herausforderung bei Survival-Spielen, da auch mal eine Story reinzubauen und trotzdem noch genug Survival-Spiel zu bleiben. Die beste, glaube ich, Kombination in die Richtung ist sicherlich Subnautica. Die haben das wahrscheinlich tatsächlich am besten hinbekommen. Und das Spiel geht jetzt hier in so eine ähnliche Richtung, vielleicht ein bisschen weniger direkt storylastig, weil wie gesagt, man unterhält sich jetzt nicht mit irgendjemandem, sondern schaltet so nach und nach mehr über die Welt frei. Hier hat man jetzt auch gerade, dass sie dieses Artefakt da irgendwie näher begutachtet und dann so einen mysteriösen Flüstertextschnipsel hört über diese Welt, der interpretationsbedürftig ist. Also es erzählt auch so ein bisschen seine Geschichte. Das ist ja auch in derlei Spielen oft beliebt. So ein bisschen kryptisch, ein bisschen über die Umgebung, ein bisschen mit Interpretationsspielraum auch. Und wie Fritz schon sagte, du bist nicht ewig schiffbrüchig in dem Spiel, sondern du wirst später auch dein eigenes Schiff noch wieder flott machen und upgraden und sogar und dann auf diese anderen Inseln segeln, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Du bist sogar stetig dabei. Also ich meine, jetzt sieht man das ja auch schon im Hintergrund. Da ist das, was gerade noch von ihrem Schiff übrig ist. Aber alles, was du sammelst, dient ursprünglich halt dem Zweck, damit du siehst jetzt kann sie halt damit rum Rowan, wie heißt das? Nicht rudern. Segeln, rudern, dankeschön. Rudern. Worte sind schwer. Habe ich früher mal gemacht. Ich war mal im Ruderverein. Ich könnte das auch sehr, sehr gut. Ja, ja. Erzähl. Ich war mal im Ruderverein, da wurde mir gesagt, ja, hey, hier, Jugendlicher Fritz, geh in den Ruderverein. Christian hat man mich natürlich genannt in Berlin. In Berlin bin ich bekannt unter meinem Namen Christian. Und da hieß dann immer, ja, da kriegst du voll die Muckis von, da bist du voll dann Sporty Spice-Typ. Und ich wurde aber immer nur größer. Also ich wurde immer länger. Und das ist beim Rudern gar nicht unbedingt so ideal, weil man ja gar nicht unbedingt so riesengroß sein sollte. Irgendwann dachte ich dann so, nee, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Und dann habe ich aufgehört zu rudern, aber ich sehe es immer noch gerne und ich schaue auch immer noch gerne zu, wenn Leute segeln, so wie hier, was sehr an das, nicht an Breath of the Wild, sondern an Wind Waker, ne? Erinnert, das andere Zelda. Und genau wir sehen übrigens da hinten Waker auch schon die anderen Insel, wo wir hin sollen. Ja. Mit ja. Diesen genau, wie in Wind Waker gibt es nämlich auch in dem Meer, durch das wir halt gehen, gibt es halt Stürme und Wellen und Monster aus der Tiefe, da ist eben schon einer so unter uns hergelurcht, der hat uns aber nicht angegriffen. Und gegen das muss unser Boot alles gewappnet sein und dementsprechend müssen wir zu neuen Inseln, um nicht nur den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, sondern einfach um schlichtweg zu überleben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ob die Insel da links so einladend ist mit diesem riesigen Totenschädel, aber ja, das passt kann man schon. Ja mal machen. Wo,
Da kann man sich eine super Basis drauf bauen. Ja. Also wenn schon auf einer Insel eine Basis, dann auf einer Totenkopfinsel. Vollkommen. Ich meine, wenn du die Möglichkeit hast zwischen dieser schönen tropischen Insel von eben und dieser Totenkopfinsel mit dem Gewitter und dem Sturm drumherum, ne? Also ich weiß nur, ist die Wahl doch klar, oder? Ja, eindeutig. Ich würde am Strand liegen. Übrigens, Fritz, die Vorurteile kommen direkt wieder rein. Jan Trub schreibt, Fritz war Ruderer, davon bekommt man heftige Muskeln. Aber du hast ja schon gesagt, dass niemand wird groß. Ist alles Quatsch. Man wird immer länger. Ich habe zum Glück aufgehört, bevor ich die 2 Meter durchschlagen habe. Ganz knapp davor habe ich aufgehört, weil ich hatte dann echt schon Angst. Scheiße, dann werde ich irgendwie 2,50 oder so, wenn ich das zu lange mache. Aber hab ich nochmal Glück gehabt. Ja, Rudern macht groß einfach. So funktioniert übrigens Biologie, ne? Also nur für alle, die in der Schule nicht aufgepasst habt. Hier lernt ihr auch noch was, nicht nur über Segeln. Und jetzt sehen wir auch schon, wie das Wetter umschlägt hier. Also wie es deutlich scheinbar auch gefährlicher wird in den Gewässern. Ja, vielleicht hätten wir doch nicht auf die Totenkopfinsel zusegeln sollen direkt. Ja. Wie ist denn das mit dem Sterben und Schwierigkeitsgrad? Da wissen wir doch auch ein bisschen was, oder, Ecke? Ja, es gibt tatsächlich 2 verschiedene Möglichkeiten, weil die Leute, die das gemacht haben, haben es als Survival-Spiel gemacht, haben sich aber dann überlegt, okay, wir mögen aber selber Action so gern, dass wir was machen möchten, was beides zusammenführt und haben dementsprechend 2 verschiedene Schwierigkeitsgrade, also nicht Schwierigkeit, sondern Spielarten eingebaut, die heißen Survivalist und Storyteller. Und im Survivalist-Modus ist es halt so, dass es halt extrem roguelike ist. Wenn du stirbst, dann sind deine Sachen weg. Und dann verlierst du einen Großteil von deinen Sachen. Und wenn du aber den Storyteller-Modus nimmst, die Sachen sind, also das Überleben ist genauso schwer, aber wenn du stirbst, verlierst du nicht so viel Zeug. Was ich zum Beispiel super gut finde, weil was mich mega annervt, ist, wenn ich irgendwo sterbe und mein ganzes Zeug ist weg. Das riecht mich auf. Dann möchte ich nicht mehr weiterspielen, wenn ich gerade was Gutes gekriegt habe. Gerade in so einer Welt, die ja nicht zufällig erstellt ist, sondern tatsächlich handgebaut ist, wo du wirklich von A nach B vorwärts kommen kannst. Wir sehen es ja jetzt hier auch. Das war jetzt auch gerade echt cool, finde ich, wie sich da so diese Brücke aufgebaut hat und so. Also sie haben auch wirklich eine stimmungsvolle, schöne Welt gebaut. Das lenkt mich glatt davon ab, dass Annie 2106 im Chat schreibt, dann sollte Maurice auch mal rudern. Obwohl ich diesen Stuhl, ich habe extra diesen Stuhl schon so hochgestellt, wie es geht. Ja, wir haben sogar die Rückenübungen noch gemacht heute. Aber Deliane sagt korrekt, der Fürst lässt rudern. Und das ist vollkommen richtig. Stimmt, du würdest super vorne in das Boot. Nee, warte mal, sitzt der Anschreier vorne oder hinten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es kommt drauf an. Man fährt ja so, also sitzt der dann hinten, weil der schreit ja, also der guckt ja, der lenkt ja auch. Mhm. Es kommt euch auch ein bisschen auf den Schiffstyp an. So bei der römischen Galeere gab es hinten immer den Trommler. Ja, gut, okay, aber... Ja gut, da waren Leute auch festgekettet, noch in der römischen Galeere. Ja, das ist auch richtig. auf der Spree. was man auf jeden Fall nicht machen kann, ist in diesem Spiel mit mehreren Leuten rudern, denn das ist ein reines Singleplayer-Spiel. Also das ist deshalb vielleicht auch ein bisschen der Fokus auf dieses auch erkunden, auch ein bisschen was über die Welt erfahren. Weil du brauchst, glaube ich, bei einem Singleplayer-Survival-Erlebnis schon noch was anderes, was dich zieht. Und wir sehen ja auch hier so ein bisschen, wie quasi das Geheimnis dieser Insel nach und nach aufgedeckt wird. Natürlich auch ein bisschen kryptisch, aber so ungefähr läuft es. Und das Schöne daran ist, wer irgendwie Lust auf das Spiel hat, man muss nicht mehr lange warten. Das wurde ja im April erst angekündigt diesen Jahres. Aber es kommt tatsächlich schon am 28. August raus für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Also für alle auf einen Schlag, ja. Alle außer Uya können spielen. Stimmt. Und ich glaube, es kommt auch nicht für Stadia raus. Tatsächlich, erstmal nicht für Stadia, aber sowas kann ja immer noch kommen. Ne? Das stimmt. Also das ist ja nicht so schwierig zu machen. Aber tatsächlich, also hat mich ein bisschen erstaunt, dass diese Ankündigung so kurzfristig war und dann auch gleich kommt. Und für die Entwickler selber ist es ein totaler Genresprung. Weil das ist ja ein australisches Studio, 5 Leute sind das nur. Und die haben vorher, Maurice, du kennst es wahrscheinlich auf jeden Fall, als Strategie-Fan, die haben vorher das Satellite Rain gemacht. Also den spirituellen Nachfolger von den ursprünglichen 90er-Jahre-Syndicate-Spielen. Lustig, diese Cyberpunk-Taktik-Spiele. Und das waren die. Und die, Five Live Studios, die machen jetzt das. Also es könnte ja kaum weiter auseinander sein. Das sind offensichtlich so diese klassischen Indie-Entwickler, die das sehr aus Leidenschaft machen. Also guck mal, die fette Muschel. Entschuldigung. Tatsächlich, schau mal, da
Also das muss man ja schon sagen, das ist ja offensichtlich, finde ich, kein Spiel, das irgendwie aus Marktforschungsüberlegungen entstanden ist wahrscheinlich. Und das sage ich durchaus positiv, auch wenn ich bin halt gespannt, weil diese Strategie des Überraschens, also des schnellen Ankündigens und dann Releasen, die ist ja zweischneidend. Ja. Du hast weniger Zeit, Hype zu bauen. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die von dem Spiel noch gar nicht so viel gehört haben. Es kann aber auch funktionieren. Zum Beispiel Apex Legends hat das ja auch gemacht. So von wegen recht schnell, zack, bevor die Leute sich groß fragen können, wie viel wird EA das wohl vermurksen, zeigen wir einfach, was für einen geilen Shooter wir da haben. Ja, heute bist du aber wieder der Zynische. Das ist überhaupt nicht wahr. Da habe ich gar keine Chance dagegen. Ja, du bist ja schon der Lange heute. Dann muss ich der Zynische sein. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch ein bisschen so eine Sache, weil wie gesagt, es sind halt 5 Leute. Und jetzt mal im Scope von Videospielentwicklung, wo wir doch inzwischen große Teams haben, die 200 Leute aufwärts und so haben. 5 Leute durchzufüttern sind jetzt für einen Publisher bei einem Titel, der wirklich charmant aussieht und der auch schön mit Artworks zu bewerben ist, ist wahrscheinlich kein so riesengroßes Projekt, sondern so eine Sache, die nimmt man gerne mit und schaut mal, ob man damit vielleicht einen Überraschungshit hinkriegt. Da hängt nicht die Langzeitausrichtung eines Publishers komplett dran. Und das ist ja auch schön, also dass sowas dadurch dann auch mal möglich ist. Das stimmt. Das ist auch ziemlich cool von Deep Silver. Ich habe vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier reinschaue, finde ich, ist es auch cooler als so ein dieses typische Survival-Spiel, wo du halt irgendwo eine Basis hast und dann rennst du da halt 10 Meter rum, dann findest du einen Baum, dann rennst du da 20 Meter rum, dann findest du einen Apfel und dann machst du dir einen gebratenen Apfel und damit kannst du dann auf einmal ein Haus bauen und dann geht's weiter. Mit dem Apfel. Und das finde ich ein Apfelhaus. Und das finde ich immer so mega langweilig. Und deswegen haben mich halt auch so Spiele wie zum Beispiel Flame in the Flood so fasziniert, weil du hast halt eine Richtung, wo du hingehst und das hast du hier auch. Und das finde ich super. Es gibt eine Story, die mich treibt. Es gibt tatsächlich eine Richtung, in die ich fahren kann. Ich muss nicht immer nur hin, zurück, Basis, zurück, Lauf, zurück, sondern es ist halt, also es sieht halt zumindest so aus, wir haben es noch nicht gespielt, aber sieht halt so aus, als wäre tatsächlich ein Narrativ dabei. Und wenn das halt ein Narrativ hat mit Überleben, dann finde ich das schon ganz cool. Das Schöne ist ja auch, dass die Basis mehr oder weniger dein Schiff ist. Also du baust es ja wirklich, das ist ja jetzt wirklich nur ein kleines Schiff, du baust ja später einen richtigen Katamaran raus, also so richtig Waterworld-mäßig, wo du dann, wenn ich das in den Screenshots richtig gesehen habe, zum Teil, das ist hier glaube ich in dem B-Roll nicht drin, aber in den Screenshots war es zu sehen, da hast du dann auch eine Feuerstelle auf dem Schiff drauf und ist ein bisschen wie bei dem Last Oasis, dass quasi wo der Walker die Basis ist, die immer größer wird, ist hier das Schiff die Basis, die immer größer wird und wo du dann wahrscheinlich auch deine Ressourcen nach und nach wirst lagern können. Und das bietet sich ja an bei so einem Inselspiel. Also willst ja nicht auf jeder Insel eine neue Basis bauen. Also ich persönlich finde vor allem, man sollte sich eine römische Galeere bauen können. Ja. Der auf das nur hinhaut. Ein Tierbegleiter. Ich finde das bei solchen Spielen, wenn man alleine unterwegs ist, weil die Entwickler haben ja auch gesagt, sie soll erstmal niemanden treffen da, weil sie halt mit der Zivilisation unterwegs ist. Ich fände, wenn die jetzt irgendwie so einen kleinen Doggo dabei hätte oder weiß ich nicht, einen irgendwas anderes. Fisch. Ja, oder einen kleinen Fisch. Der immer so raus. Oder ein Vogel. Würde sich anbieten. Der kann immer, wie bei Sea of Thieves, wo man da auch die Vögel da. Na, ich die muss halt vielleicht Geld kaufen, aber. Was das Spiel bräuchte für sein Spielprinzip, wäre wirklich irgendein Fantasy-Viech, das halt ein fliegender Fisch quasi ist. Also der halt im Wasser. Die gibt's ist, ja sogar in echt. Aber halt einer, der wirklich dauerhaft dann an Land zum Vogel wird. Also halt ein Viech, das dich dauerhaft an Land begleiten kann. Eins, das halt... Ein Transformer. Genau. Das dauert ein paar Millionen Jahre, glaube ich. Also halt etwas, das dich durch jedes von den Terrains, die du da durchreist, gleichermaßen begleiten kann. Das halt dann neben deinem Boot her schwimmt, wenn du im Wasser bist. Ja. Und dann direkt in die Luft neben dir gehst, wenn du an Land gehst und dann so diese Berge besteigst und so. Das bräuchte das. Ja. Das wäre eigentlich, cool. das ist wirklich ein Ding, das müssten sie... Wir müssen den mal schreiben. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass die in Australien sitzenden Entwickler das sich jetzt hier gerade anschauen. Ja. Auf Deutsch. Per Live-Übersetzung sehr anschauen und sofort loslegen und sagen, na diese drei Deutschen da, auf wir die können hören ja wir mal lieber. Wir sagen einfach, warten wir das. G'day, mate, why don't you put a bird in there? Und dann freuen sie sich bestimmt.